Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Ich bin der Florian von Let's Multiplay. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute haben wir mit dabei den Heston 7725. Das ist ein Maishäcksler. Im Hintergrund seht ihr noch eine Katze rumturnen. Nicht irritieren. Die turnt da ganz gerne mal hinten drauf rum. Ja, der Heston. Gerade ganz neu und frisch eingetroffen bei Modhoster. Wir schauen uns jetzt mal den diesen kleinen Häcksler hier in unseren Mods an. Wir haben hier die Erntemaschine. Unterhaltskosten sind 95 Euro pro Tag, 325 PS, kostet 215.000 Euro, finde ich vom Preis her auch absolut fair. Hier steht Häcksel von Mais oder Gras zu Siliergut, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h, Anhängerkupplung hinten. Nur für Kipper mit niedriger Deichsel oder einem Drehschimmel. Das funktioniert auch, habe ich schon getestet. Wir können auch die Horsch Pronto, wo haben wir sie? Hier, nicht die Horsch Pronto, die Horst Maestro, können wir auch anhängen und wir können damit dann auch direkt Mais sehen. Finde ich auch sehr spannend, zeige ich euch gleich nochmal. Wir gucken uns das Ganze nochmal jetzt von außen an. Hier haben wir einmal die Rundumsicht. Im Paket mit dabei. Das ist übrigens auch noch, habe ich euch jetzt gerade nicht gezeigt. Hier das Schneidwerk von Kemper, das 460 Plus. Erntevorsatz für Mais, Klapper mit Einzelanimation, Speed Limit 10 km/h. Ja, das ist wie gesagt der Erntevorsatz für der, oder für den Mais. Hier sehen wir ihn auch gerade in Aktion. Er ist ziemlich laut, muss man dazu auch sagen. Ansonsten von den Texturen her, also die Lichter funktionieren, Rundumleuchte oben funktioniert auch, Blinker links sehen wir hier auch funktioniert, Blinker rechts funktioniert, Warnblinker funktioniert, ups, das war ein falscher Sprung und vorne hat er glaube ich keinen Blinker, doch da ist einer, hier ist der links und hier ist der rechts, Warnblinker funktioniert auch, wie gesagt, Positionsleuchten auch funktionsfähig. Ich mag ja ganz gerne mal so Positionsleuchten. So, gucken wir uns das Ganze mal von innen jetzt an. Und hier haben wir schon meiner Meinung nach ein kleines Manko, denn die Steuerungskonsole hier ist einfach nur draufgeklatscht. Also es gibt leider keine wirkliche Konsole. So, das ist halt, ja, ich weiß noch nicht, was das hier vorne, also diese Lego-Steine hier vorne, was die sein sollen, ob das irgendwie Bauklötze sein sollen, ob das eine Waffeltüte sein soll. Ich weiß es nicht, sieht auf jeden Fall nicht ganz so schön aus. Ich glaube, das ist sogar. Das ist vielleicht sogar Schallknüppel. Man weiß es nicht. So, Lenkrad hier. Auch nichts Spektakuläres. Auf Modhoster ist aktuell die Version 1.0 rausgekommen. Das könnte noch erklären, warum das hier alles so ein bisschen unsauber aussieht. Ist jetzt aber meiner Meinung nach auch nicht weiter wild. Man kann auf jeden Fall damit arbeiten. Wir schauen uns den ganzen Mal von außen an. Da sehen wir auch, dass die Texturen keine wirkliche Reflexion haben. Man kann hier noch so ein bisschen durchgucken irgendwo. Da, hier kann man so ein bisschen durchgucken. So einen kleinen Spalt zum Durchgucken. Ja. Das ist nicht ganz so sauber. Hier hinten der Motor ist einfach nur mit schwarzen Strichen. Da soll man wahrscheinlich irgendwie. Ist wahrscheinlich irgendwie Abluftgitter oder sowas sein. Noch nicht zu ganz ausgereift. Wir haben hier einen Werkzeugkasten, das ist sehr schön vom Detail her. Auch da muss man noch ein bisschen an den Texturen arbeiten. Reifen sind schon sehr schön und gelungen. Und wir wollen die jetzt einfach mal in Aktion sehen. Denn darauf warten wir alle. So, wir koppeln das hier jetzt mal ab. Das Maisgebiss gibt es vorne, beziehungsweise den Cutter vorne. Jetzt klemmen wir ihn mal dran. Zack. Das funktioniert auch. Wir können das Ganze auch senken, also Schneidwerk senken. Na, jetzt bin ich wieder ins falsche Fahrzeug reingesprungen. Das ist der Nachteil, wenn man mit dem Gamepad spielt hier. So. Fahren wir aber mal los und ernten mal hier dieses kleine, stümperhaft angesäte oder angesäten Bereich Mais. So, wir. Achso, Schneidwerk können wir natürlich auch zuklappen. Da zeige ich die Animation vorher auch nochmal. Sehr schön gemacht, funktioniert auch. So, und jetzt sehen wir ihn mal in Aktion. So. Jetzt müssen wir das Schneidwerk oder den Ernter natürlich auch anschalten, das Rohr ausfahren. So. Und jetzt machen wir ein bisschen Häckselgut hier. Also wie gesagt, zum Einstieg zum Häckseln ist das Ding gar nicht so verkehrt.
funktioniert auch. Wir sehen es hier. Wir können auch mit einem Helfer fahren, das ist auch kein Problem. Das Ganze mal von innen an. Ist auch eine schöne Animation, wie hier das Mais gehäckselt, also die Maiskolben reinlaufen. Ist schon ganz, ganz fein. Der Mod wurde entwickelt von Deer Power. Also ist wahrscheinlich ein John Deere-Fan. Vermute ich einfach mal. So, wir haben hier noch, das ist auch noch ganz schön. Und zwar ist hier hinten eine GoPro 2 montiert. Steht zumindest so in der Mod-Beschreibung drin. So, wir fahren jetzt einmal das Stückchen nochmal ab. Und dann sehen wir halt auch, ich kann jetzt meinen Helfer einstellen. Hatte ich eigentlich gedacht, dass wir einen Helfer einstellen können. Ja, es gibt Weizen als Nachfrage. So, können wir den einstellen? Ja, wahrscheinlich müssen wir dann einmal den Anhänger hinten abkoppeln. So. Laufen wir durch unser Maisfeld durch, schnappen uns hier unseren kleinen Bührer, damit wir den Kramphänger ziehen können und damit wir den Heston 7725 auch nochmal mit einem Helfer in Aktion sehen können. Natürlich auch ganz praktisch, wenn ihr keine Freunde habt, dann könnt ihr es einfach selber machen. Oder keine Lust habt, mit euren Freunden zu spielen. Oder eure Freunde vielleicht nicht LS15 spielen. Kann ja alles sein. Müssen wir ein bisschen Platz machen hier. Zack. So. Dann zeigen wir den auch nochmal in Aktion jetzt hier. So, erstmal den Kipper ankoppeln hier. So. Helfer einstellen. Schnell hinten einsteigen, damit wir nicht so viel Hexe gut verlieren, aber er hält ja schon automatisch an. Wir sehen es ja auch schon. Oh, was macht er jetzt hier? So, jetzt geht's weiter. Oder auch nicht. Wieso fährt er jetzt die ganze Zeit rückwärts? Bin ich zu langsam? Anscheinend war ich zu langsam. Kann ja auch mal passieren. Wir können auch mal gucken, das Rohr ist auch, dreht sich auch mit. Das funktioniert schon mal hervorragend. Ja, ich fahre jetzt durchs Feld durch. Normalerweise in der Time Stand Still, in dem Megaprojekt, was wir gerade haben, würde jetzt die Felder zerstört werden. Hier jetzt aber bei dieser Mod-Vorstellung nicht. So, wo dreht er jetzt hin? Sehr schön. Er dreht immerhin nach links ab. Ja, wie gesagt, ist ein sehr schöner Mod. Wie gesagt, einiges muss noch mal ein bisschen gefixt werden. So ein bisschen das Cockpit vielleicht ein bisschen überarbeiten. Die Texturen ein bisschen überarbeiten. Und dann kann man da schon auch wirklich fast die volle Punktzahl geben, muss man dazu sagen. Jetzt in der Version 1.0 würde ich noch nicht die volle Punktzahl rausgeben, also würde man sagen zu 80% fantastisch. Wieder, es sieht auch ein bisschen älter aus, der Heston. Ist auch vielleicht gar nicht so verkehrt für das Time Stand Still Projekt. Kann man mal eine Überlegung ziehen. Wenn ihr das Time Stand Still Projekt verfolgt, unter anderem mit Carbon, Sim4U und noch ein paar anderen, Wolfsrudel ist auch mit dabei. Wenn ihr da Interesse daran habt, dass wir das Ganze mal in das Time Stand Still Projekt mit aufnehmen, also jetzt den Häcksler hier zum Maishäckseln, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann nehmen wir den Heston 7725 auch gerne mit als Maishäcksler auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sagt Florian von Let's Multiplay. Und nicht zu vergessen, den Download-Link für den Mod findet ihr dort unten in der Beschreibung. Bis bald. Ciao.